So. Wir sind im Rodopark. Jananda und ich. Jananda hat jetzt einen von den Menschenrechte vorgelesen. Die sind hier nämlich überall eingraviert. Und wir machen jetzt eine Barfußrunde. So. So, ich lasse jetzt einfach die Kamera laufen. Du kannst gerne auch meine Hand nehmen und dann kannst du auch. Aua. Das war ein sehr packender Hass. Aua. Kickst hier schon. Aber seitdem ich das jetzt immer mache, seitdem sind meine wie heißt das schnell? Meine Füße haben sich daran gewöhnt, dass das pieksig ist. Mhm. Also meine Fußärztin meinte, das hat nichts mit Hornhaut zu tun, die man dann mehr kriegt, sondern die Haut an sich wird dicker. Willst du jetzt hin? Die Sonne ist jetzt immer kalt. Ja, können wir machen. Aber ich laufe lieber über die Wiese in die Sonne. Ja, ja, über die Wiese. Ich mache immer so einen kleinen Bogen, damit ich auch alle mitnehme. Die ganze Wiese. Und ich mache das immer so, dass ich ein bisschen mit der Wiese spreche und sage, mein Gott, du bist ganz schön trocken. Du brauchst Wasser. Guck mal, und hier ist ganz viel Wasser. Die Wiese ist ganz saftig, weil sie so im Schatten liegt. Spürst du richtig diese Kühle? Feder Nummer 3. Feder Nummer 3. Bussard, oder was war das, Falke? Bussard. Das ist jetzt aber eine Rabenfeder noch, ne? Raben? Meine Ausbeute heute. Eben gefunden. Da. Super. Jeder wie erst verdient, ne? Ja. Ja. Normalerweise sind das alle rote drin. Nein, das sind rote Dendren. Aber die Blütezeit ist ja jetzt vorbei. Die sind so im Mai sehr, ne? Stark. Das ist also Wahnsinn, was das hier blüht. Aber ich, für mich ist das hier Wald. Hast du eine ganz süße? Hast du die gerade gefunden? Ja. Bin der Federfinder. Ja. Dann sind wir ja hier genau richtig, ne? Mhm. Hier noch eine. Aber die sind zu groß. Was ist das für eine? Auch Rabe, Krähe. Krähe. Oh, guck mal, ist das nicht schön da hinten? Wie ein Wald. Ja, die Autobahn hörst du natürlich, aber du hörst auch die Vögel. Ist diese Energie, die hier ist, ne? Das ist doch Wahnsinn. Ich finde das Wahnsinn. Und das Schöne an diesem Park ist eben halt, dass er auch gepflegt wird, dass da hier kein Müll rumliegt. Also selten mal was. Und wenn, dann kommt er ganz schnell weg. Und das ist wirklich Natur pur. Ich will das Video nicht zu lang machen, dann kann ich es nämlich nicht hochladen. 10 Minuten, das reicht immer so. Außerdem nimmst du Platz auf dem Handy ein. Ich habe nur so wenig Platz auf diesem Handy, aber mit dem kann ich eben gut Videos machen. So, da gehen wir gleich mal rauf. Das ist ein Berg, da kann man raufgehen. Das ist oben ganz kalt. Also Lüge, Berg. Berg gibt es ja in Bremen nicht. Wir sind ja Flachland hier. Oh, was sind hier für Löcher? Ja, entweder Hund oder Fuchs. Ja? Ja. Die Hunde buddeln hier auch, wenn sie noch Gassi nicht mal schnell rein, weil sie was Giftes drin hat.
Und da geht es einen Berg rauf. Gehen wir gleich mal eben rauf. Schön, ich war, viel, ich, ne? Ja. Also wir hatten ja mehrere größere Stürme hier in Bremen. Und da lagen ganz viele Bäume, wirklich quer hier auf den Wiesen. Auch hier. Und dann haben sie die Bäume weggeschafft und dann haben sie diesen Berg angelegt hier, da, wo wir da gleich raufgehen. Und an den Berg sozusagen rechts und links Rhododendren gesetzt. Und vielleicht andere Pflanzen noch, ich kenne mich da nicht so aus. Da ist ein Teich, ein See. Da hinten ist auch noch mal ein See, da gehen wir gleich hin. Ach, siehst du, da sind noch ein paar Rhododendren. Und jetzt hier einmal den Berg rauf. Das muss man einmal machen. Berg. Den Berg rauf. Den großen Berg. Den großen Berg. Wow. Ich finde, wenn du da oben bist, die Aussicht ist so toll. Ich liebe die Aussicht von diesem Berg. Guck mal auf den See. Ist doch herrlich, ne? Und siehst du da auf dem See, da haben sich, da ist ein Nest. Ja, und da haben letztens, wie nennt man die, Blässhühner. Und da waren die auch mit ihren Jungen da, die sind jetzt weg. So, jetzt mache ich mal Schluss. Wo sind sie denn? Ja, sie sind groß, ne?